Sanfte Grüße aus der Höhle, ihr Schnuckel. Wir grüßen euch hier zu einer weiteren Forestus Porestischen Folge The Forest Season 2 mit Asgard und Leo. Schön, dass ihr mit dabei seid und natürlich auch ein dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im letzten Video. Mein Engelchen, wie geht's dir? Ich brenn grad ein bisschen. Du brennst gerade, ich sehe doch. Mir gut. Sie brennt und er fragt, wie geht's dir? Okay, essen. Wir können essen. Nom nom. Nom 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 nom. Jo, und wie war das? Rausnehmen? Ging nicht, wa? Nee, gar nicht. Ganz doofe Geschichte eigentlich. Einfach aufessen. Oh. Aufessen. Hier haben wir fertig geschnappt, ja. Ja, haben wir. Kann man keinen Schlafsack bauen, wo man dann immer wirklich, wirklich sehr mobil speichern könnte, den man immer wieder aufnehmen kann? Leider nein. Habe ich gerade einen Pfeil verschwendet? Aber wollen wir in die Höhle? Ja, immer, mein Schatz. Also, den Geheimgang abchecken, meinst du, ne? Genau. Oh, hier ist ein Seil. Hier sind Fotos. Fotos, okay. Aber irgendwie hat sich jemand, kann man hier mit... Hier hat sich vielleicht jemand verschanzt. Du kannst nicht mehr tragen, Seile. Foto kann ich auch nicht mitnehmen. Da ist er da unten. Doch, das Seil konnte ich mitnehmen, das eine. Ne, er hat auch wieder ausgespuckt. Es ist gerade. Strange, ey. Ah, gut. Ja, Tatsache. Nicht ein Seil kann ich mitnehmen. Aber ich habe auch genug Seile. Irgendwann ist auch genug. Irgendwann muss man sich einsehen, ich habe genug Seile. Nein, wir haben niemals genug. Niemals, nie nicht. Nein, 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 nein. Stell mal vor. So, Sir, ich glaube, Sie hatten schon genug Seile gehabt. Barkeeper, geben Sie mir noch ein Seil. Nein, nein, Sie müssen heute noch nach Hause fahren. Aber ich seil doch nach Hause. Eben, ich seil mich doch nach Hause ab. Ich brauche doch die Seile. Was meinen Sie, wie ich fahre ohne Seile? Das macht überhaupt, überhaupt keinen Sinn. So, jetzt entweder rechts oder links runter. Ah, er markiert sich die Höhlenwege. Das ist schon mal was wert. Auch wenn er das sehr sporadisch macht, meiner Meinung nach. Also ich sehe da jetzt noch nicht so gut. Ah! Wow! Oh, hast du ihn gesehen? Nee, da ist er. Oh, der hängt da fest an der Wand. Was kommt denn da? Ich hab mal erwischt, Angriff! Jetzt haben wir die sind immer so schön beschäftigt. Die sind immer so schön beschäftigt, wenn sie brennen. Aber das sind Pillepalle-Pfeile. Ich glaube, wenn man Knochenpfeile macht, sind die ein bisschen effektiver. Ich verbrauche jetzt noch die Holzpfeile und dann werde ich mich orientieren Richtung Knochenpfeile. Hier kommt noch einer. Ich bringe die Leiche schon mal hoch. Mach das. Wir leben ja erstmal hier eine Weile in den Höhlen, aber uns wird früher oder später das Wasser und das Essen ausgehen, wenn wir nicht Kannibale werden wollen. Sehe ich. Jawohl, jetzt! Wir wollen nicht Kannibale werden. Okay, ich hab's nicht gesehen, was ich gerade getan habe. Offensichtlich war ich aber effektiv. Ich bring sie vorbei. Nimm natürlich immer wieder die Pfeile mit. Oh, du hast genug Steine. Wir haben genug Steine für heute. La la la. La la la. Hallo, guten Tag. Hallöchen. Brenn mal schön. Hast du dir das Ding noch eingesammelt? Ja, hab ich. Gut. Ich mach mal ein bisschen Blätterchen dazu. Also wir zünden. Wir zünden den Nachbrenner. Zünden! Yeah. Wir haben keine Zeit, hier auf unsere Knochen zu warten. Wir wollen sie gleich, wir wollen sie sofort. Ja. In einer schnelllebigen Welt wie heute haben wir keine Zeit, um auf unsere Knochen zu warten. Wir wollen sie sofort. Dum, 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 dum. Mein Schatz, wie viel Rüstung hast du nur noch? Noch 4 Elemente. Okay, ich habe nur noch 2. Nur noch 2? Ich habe genug Köpfe. Ist ja nicht so schlimm, mein Schatz.
Solange wir es irgendwie überleben, ist alles gut. So, Knochenrüstung und jetzt nochmal dreimal. Dreimal. Yay! Juhu. Oh, ich habe nicht genug Knochen, ne? Für die Knochenrüstung. 6 Stück braucht man. Mir fehlt ein Knochen. Egal. Ich habe ja jetzt wieder 5 Elemente Knochenrüstung. Können wir auch noch ein bisschen Lizard-Rüstung machen? Erhöht die Tarnung. Naja, hier steht erhöht die Rüstung. Erhöht es die Tarnung nun oder die Rüstung? Erhöht die Rüstung. Ja, steht die Rüstung, ne? Ja, also wenn man es anlegt, erhöht er die Rüstung damit. Was anderes kann man damit sowieso nicht machen, oder? Den Lizard hauen? Dann soll ich sie anziehen. Dann ziehen wir sie an! Also ich hab sie mal draufgepackt, jetzt hab ich dadurch immer noch ein bisschen was gekriegt. Bevor ich mich schlagen lasse. Ja, Tatsache. Nee, da geht auch was Grünes nach oben, siehst du das? Ich glaube, das ist Tarnung. Das war, mir war irgendwie grün? So, als ob, ja, bei der Rüstungsanzeige ist jetzt ein bisschen grün. Nee, bei mir nicht. Mysteriös. Mysteriös. Mr. Müll. Wollen wir weiter? Ja! Ja, na gut. So, 3, ich zünd mal wieder einen Pfeil an. Ja, Essen, ne? Essen. Wir brauchen Essen. Hier ist noch ein spannender Koffer, der schon offen. Ne, ein Klappstuhl ist das, ne? Beim magischen Klappstuhl! Nee, das ist ein Sitz aus dem Flugzeug. Fast ein Klappstuhl. Bretterklasse. Ist aber günstig. Kann man schon mal die 12 Stunden nach Indonesien, kann man da schon mal stehen. Bei den Preisen. So, jetzt kommt hier Wasser. In der Hoffnung, dass wir es hier auch trinken können. Na gut, hier ist alles ziemlich voller Gedärme und sowas. Alles nur Kunst. Oh, Geld. Mein Hase, wie könnte man denn nochmal was anzünden? Also ein Speer oder so? Da musst du vorher, den musst du behandeln, den Speer. Mit und wie dann? Alkohol und dann Stofffetzen kombinieren. Was willst du denn haben? Willst du einen Brandspeer? Na, ich hab den Speer, hab ich jetzt. Ja, ich will nur gerade anzünden. Den kannst du nur werfen, der explodiert dann beim Aufprall. Oder mit L gedrückt halten, aber wenn L nicht angezeigt wird, kannst du es in der Hand gar nicht anzünden. Dann kannst du den nur werfen, dann ist der so ein Explosionsspeer. Aber dann hast du ihn nicht mehr, dann kannst du damit nicht mehr kämpfen. Oh, ich hab... Warum kann ich die nicht nehmen? Warum kann ich diesen wunderschönen Höhlen-Minenarbeiterhelm nicht nehmen? Mit der Lampe vorne dran. Das ist doch zum Mäusemelken. Erst machen die einen so eine schöne Hoffnung und dann sowas. Voll gemein. Aber ich bin entschädigt worden mit jeder Menge Kleingeld. Ja. Ich stehe auf Kohle. Kohle, 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 Kohle. So, hinten ist alles dicht. Ne, hier könnte ich mich durchpressen. Aber ich check mal lieber die Karte. Okay. Also die Karte ist sowas von nichts aussagen. Wir sind wirklich gefühlt 300 Meter, 400 Meter gelaufen. Und auf der Karte sind wir 3 mm vorwärts gekommen. Okay. Ganz, ganz schräge Geschichte. Oh, Stöcker. Die findet man hier unten nicht so oft. Nehme ich natürlich gerne mit. Das ist doch eine Falle. Die lockt mich mit Stöckern in die Falle. Mein Schatz, wenn ich schreie, brauche ich deine Hilfe. Hier sind Stöcker, wenn du möchtest, ne? Okay. Hast du alles da gefunden, was du mitnehmen kannst? Ja, ein bisschen Stofffetzen. Na gut. Bisschen Münzen. Soll ich dir zeigen, wo wir Stöcker finden? Gern. Hier lang. Hier? Hier lang. Und dann hier lang. Und hier sind sie. 2 Stöcker, die ich nicht mehr aufheben konnte. Weil voll. Und hier können wir... Oh, hier ist ein Ausgang, mein Schatz! Oh, cool. Wollen wir kurz hier unsere Wasservorräte oder was trinken gehen? Oder und dann hier wieder direkt reingehen, damit wir weitermachen können?
Und hier kurz vielleicht draußen speichern und so eine Speicherstelle hinbasteln. Aber hier drinnen noch. Hier drinnen würde ich sagen. Ja, wenn wir. Ja, können wir hier in die Ecke. Oh, die laufen nach vorne schon. Ja? Ja. Ring! Und schlafen können wir auch. Ist es dunkel gerade? Wird sein, ne? Wenn wir. Sieht ganz so aus. Ich kann ja mal ganz kurz die Lage checken. Sei vorsichtig, ich hatte da welche gesehen. Nö, es ist helllichter Tag, mein Schatz. Okay. Und die Fledermäuse, die fliegen tief. Okay, dann speichern wir da drinnen, würde ich sagen. Und dann gehen wir raus, was trinken. Also ich habe gerade abgespeichert, bevor ich raus bin jetzt, also bevor ich gucken bin. Da steht eine neue To-Do-Liste. Wo? Und links oder ignoriert das immer? Ein bisschen. Ach so, erkunde hängende Höhlen. Sammel Stöcke und sammel Baumstämme, zeigt er mir dauerhaft an unten links. Das aber ignoriere ich gekonnt. Stöcke ja, habe ich. Ja, sammle Stöcke, sagt er bei mir auch. Totaler Humbug, ey. Sind wir jetzt hier wieder beim Dorf? Ja, warte mal, ich check mal kurz den Kompass, in welche Richtung unser Höhleneingang liegt. Mit dem Kompass, wo ist er denn? Hol ich den automatisch raus mit der Map vielleicht? Nein. Kompass! Ich hab da einen Kompass aufgehoben. Da ist er. Kompass ausrüsten. Hä? Ah, so unser ja, Höhleneingang liegt Richtung Nordosten, also in der Nordost-Ost. Nordost-Ost, damit wir es nicht. Wenn wir jetzt in den Wald hier reinlaufen. Hier so. Da möchtest du dann? Okay, ich folge dir. Kann es sein, dass du nicht mit dem Kompass umgehen kannst, Leo? Nein, gar nicht, selber doof. Das reicht mir hier. Warte. Leg den Kompass weg. Kolat. Ne, das war ein russischer Kompass und den gibt's wirklich. Da gibt's jetzt gerade nichts zu lachen. Da war voll verrückt da. Oh, sehr schön. Das Dorf können wir hier noch plündern. Was haben wir denn hier? Klamotten wieder? Ich check das mal jetzt ganz genau. Ich wechsle mein Outfit. Und ich behalte all meine Rüstung. Okay. Alles cool. Essen und Trinken brauchen wir. Kann man nicht irgendwie so einen Lederbeutel, wo man raus trinken kann, basteln? Ja, aus Reh, ne? Aus Reh konnte man das bauen. Aus irgendwas. Das sollten wir mal machen, bevor wir in die Höhlen gehen. Hier haben wir zumindest einen schönen See, wo wir trinken können. Oh, Hase! Hase! Yay, Hase! Ah, ich würde schon gerne ein Reh töten. Haben wir Dynamit? Nein, wir haben kein Dynamit, oder? Du hast Hunger, find etwas zu essen. Mein Schatz, hast du schon Dynamit gefunden vielleicht? Nein, ich habe nur Leuchtfackeln. Weil wir hätten hier nämlich die Möglichkeit, was in die Luft zu sprengen. Geil. Ich würde gerne einen Fisch mir rausholen. Kann man die einfach nehmen oder muss man die abstechen? Nice. Könntest du bitte den Kompass wieder weglegen? Hallo, guten Tag. Er legt den Kompass einfach nicht weg. Er legt den Kompass einfach nicht weg. Okay. Warum nicht? Ich mach's Feuer an, mein Feuerzeug. Ich hol das Feuerzeug raus. Ich leg das Feuerzeug weg und sobald ich jetzt den Fisch absteche. Ja. Holt er wieder den Kompass raus. Komischer. Das ist echt komisch dann. Na. Komm her! Kommt her! Ich hab Bock auf leckeren Karpfen. Ich hab erstmal Bock auf Durst. Ja. Hast du ein provisorisches Dry Rack schon gebaut?
Nein, noch nicht. Erstmal kurz schnappeln. Ein Feuerchen. Kurz. Fixe I. Haha! Der Vogelmörder. Sag mal, hast du von deinem Freund hier nicht gerade gelernt? Nee, der wollte mich nur veräppeln wahrscheinlich. Aber warte nur, warte nur! Haha! Geht doch. So muss das laufen, hin und wieder. Na gut. So, wo schlagen wir denn unser Lager auf? Wo du möchtest. Hier am Fluss direkt. Am Fluss direkt, bitte. Dann baue ich eben das provisorische Dry Rack. Hasenkäfig, Wassersammler. Nee, eigentlich würde ich nur das Dry Rack haben. Wo ist denn das? Beim Fisch, ne? Beim Fischsymbol. Da, ja, Trockengestell. Wie, ich habe nicht genug Stöcker. Wie, ich habe nicht genug Stöcker. Ich habe die ganze Höhle, habe ich doch. Alle Stöcker habe ich geklaut. Echt mal. Was soll denn das? Junge. Sind alle nur neidisch, so. Echt mal. Sind nur neidisch, weil wir so cool sind. Echt mal. Wir haben durch den Coolness-Wettbewerb gewonnen. Okay, jetzt haben wir genug. Yay! 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 Halt, gibt's Trockenfisch. Auch Fisch kann man so, so, so schön mitnehmen dann auch. Und alles. Man kann alles mit Fisch machen. Alles, was man möchte. Oh, Truthähne! Ja. Kann man den komplett mitnehmen vielleicht? Nein? Ist er einfach nur tot dann? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Nee, das sind Enten. Wo sind Truthähne? Im Boden verschwunden. Oh, wie viel. Ich glaube, ich kann die Feder nicht aufheben. Ich glaube, die Enten sind ein bisschen buggy. Okay. Und man kann sie auch nicht wirklich mitnehmen. Vielleicht sind sie neu dazugekommen. Mir war irgendwie so. Ob ich das irgendwo mal gelesen hätte. Kann ich mich aber auch irren. Kann ich mir auch nur eingebildet haben. Na gut. Ich hab grad zwei Lurche von uns, Alex. Cool. Mal was Kleines. Wahrscheinlich hier. Ich habe hier mir nicht gerade einen Lurchkopf gesehen. Habe ich nichts von. Ja, da hinten und hier oben ist auch nochmal. Was ist das hier eigentlich? Das sieht so cool aus. Das Schilf, kann man das irgendwie mitnehmen, essen oder so? Oh, Beeren. Sind die gut? Ja. Bei den einen konnte ich gerade schnappeln. Vieles nicht, was man hier essen kann. Bei den anderen sagst du eher nein. Psst, Lorch. Ah! Und tot war er. Hast du ihn gekriegt? Aus dem Hinterhalt. Er konnte sich nicht mal wirklich bewegen, dann war er schon weg. So. Hast du schon einen Dry Rack aufgestellt? Ja, habe ich. Da hängen Fische dran, direkt am See. Direkt am See, direkt hier vor uns? Ja. Wo genau? Ich bin weiter zurück zu den Hütten, zu den Hütten. Wow! Hast du es auch gerade gesehen? Einfach mal alles blau. Oh, cool, hier. Die Enten sind buggy. Ist der Fisch fertig? Ja, der sieht trocken aus, ne? Ich guck mal. Rohrfisch, nein, noch nicht. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Nicht nochmal. Der Fisch muss noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen. Wir können ja fast ein zweites Reck hinstellen. Damit Guck wir dann. Mal, oben ist Aussicht. Ach je. Nice. Jetzt noch ein paar Fischlis bekommen. Da, der gehört mir. Ein sehr vertrauenswürdig. Na! Sehr vertrauende Fische sind das. Dab, dab. Ey, guck mal kurz, ob's. Warte mal, hier konnte ich was essen. Lecker Bären! Naja, gut. Die waren nicht so lecker. Aber sie haben trotzdem den Magen gefüllt.
Okay. Oben rein und unten wieder raus. Hallo, hallo, ich habe dich gesehen. Haha. Ich habe dich gesehen. Wie beim Fangespiel. Es gibt ja zwei verschiedene Arten, Fange zu spielen. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber ich kenne zwei Stück. Da, wo der Fänger den Flüchtlingen, den Gesuchten richtig erwischen muss, also ihn berühren muss, wie beim Fangespielen. Und da, wo er ihn nur sehen muss. Und hab dich rufen muss oder so. Einer von diesen altbekannten Kinderslogans, wenn der Suchende die Gesuchten gefunden hat. Die Flüchtende, nicht die Flüchtlinge. Mann, Mann, Mann. Nicht, dass das jetzt hier einen politischen Diskurs auslöst. Es war nicht so gemeint. Im Kontext, wer das im Kontext hier komplett hört, der versteht das. Echt mal. Ach Mensch, ich will einen Reh haben. Ich brauch den Getränkehalter. Okay. Den Getränkehalter der Liebe. Da ist ein Kaninchen, die geben aber kein Fell, ne? Oder? Nein. Oder vielleicht doch. Nur die Rehe. Nur die Rehe. Hier sind ein Haufen Koffer. Den Lizard können wir uns ja mal holen. Da! Oh, die sind aber auch schnell. Die sind aber auch schnell. Oh, hier ist der kleine See. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Nicht in dieser Spieleserie, aber hier generell waren wir schon mal. Aber davon gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen See. Ich bezweifle, dass in so einem kleinen Teich so viele Fische hier in freier Natur leben. Ganz ernst. Ach, hier ist das Hinterteil vom Flugzeug, mein Schatz. Das was? Das Hinterteil vom Flugzeug. Hier haben wir doch angefangen, oder? Okay. Na gut. Kommen wir nochmal rein? Ja, wenn wir wollen, kommen wir hier rein. Dann gibt es hier nämlich Dosen und Essen. Pillen. Eine Mikrowellenmahlzeit. Lecker, lecker. Pillen. Eine Soda. Pallen. Pillen, Dose, Schnaps, nehme ich mir alles mit. Mikrowellenmahlzeit, yummy, yum, yum. Yum, 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 yum. Wer hat hier Schnaps mit auf die Toilette genommen? Ja, Leute, ansonsten soll es das für heute erstmal gewesen sein. Uns hat es eine Menge Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und mit Blick auf die tote Stewardess gebe ich das Wort meine Freundin, die uns jetzt verabschiedet. Ja, ich wollte auch mal. Wie wieder schon reingehauen. Bis dann. Ja, Asgard und Leo. Wieder schauen. Tschüss. Mit Fuß. Okay, jetzt reicht's aber. Tschüss. Blüpp.